tausend Tode gestorben. Doch ich, da waren Depressionen und Sorgen auf meinem Weg. Ängste an jedem Morgen, doch okay. So, Mr. Sample. 4, 3. Oh, 2, oh, 2, 1. Dann haben wir das durch. Aber wir haben das Feld rückwärts. Das ist der Deutschland-Sample, den du noch nicht kanntest. Wo ist hier 1? Aha. Geil. Alter, war das laut. Ich habe hier wirklich gerade mein Herz bei diesem Geräusch. Mein Herz ist gerade einmal nach oben gehüpft. Alter, hab mich gerade erschrocken. Okay, ja, wir gehen rein. Wir gehen rein, Digga, wie durch zwei Drehtüren diesmal. Und wir haben ganz hohe Erwartungen an uns selbst, wie unser ganzes Leben schon. Und hängen die Messlatte mal hoch und sagen, wir erraten heute gar nichts. Deutsch-Rap-Samples, die du noch nicht kanntest, heißt das Format und nicht anders. Jannis, geh kurz in dich, du musst es nicht erraten. Achte nicht auf deinen Autismus und auf deinen deinen ausgeprägten Wettbewerbsgeist. Ja? Du musst hier nichts erraten. Es ist schön, wenn du eins schaffst. Hollywood Hank oder Favorite? Hollywood Hank oder Favorite? Bei dem Format kann ich auch gar nicht in den Chat gucken, weil ich überhaupt nicht von euch jetzt gespoilert werden will. Es ist Hollywood Hank oder Favorite? Was ist das für ein Start, Digga? Was ist das für ein Start? Ich bin so back am Block, Junge, hast du nicht gesehen? Ich kann nicht so plären, mein Sohn plärt, schläft. Ich kann nicht so plären, mein Sohn plärt sonst. Was ein Start! Ich bin so back am Block! Meine Pornos mit Leichen besorgt in mein Album, denn ich krieg alles wie Bordsteinschwalben. Jetzt kann ich die nächsten zwei Folgen, Digga, ich kann die Folge und die nächste, ich kann die einfach hier sitzen, ich kann hier meinen Energy Drink trinken, Alter, ich kann total auf entspannter Basis die ganze Rotze einfach an mir vorbeilaufen lassen. Ich bin schon drüber, Digga. Ich bin schon drüber. Bitch, was los? Ich bin Hitlers Sohn, guck sich gerne in den Spiegel, so wie Tic Tac. Ich muss unbedingt kurz hingucken, weil ich wissen muss, ob da dieser 3-2-1 Counter kommt. Weil die Zeit muss ich mir nehmen. Ich kenn's. Boah, das ist schwer, Digga. Ich will überhaupt nicht in den Chat gucken. Ich will davor noch so ein, zwei Vermutungen in den Raum schmeißen, so auf gut Glück. Das Glück meint es ja hier gerade gut mit uns. Glück ist kein Zufall. Das klingt für mich wie... Klingt für mich irgendwie so... Weiß ich nicht, könnte so Chelo und Abdi sein oder so. Ich glaube, die hatten mal so einen Song, der hieß Generation Chö oder so. Hätte ich durchgezogen, es geht bestimmt manche Hinterwäldler, bei denen hätte es komplett gezogen, Digga. Die hat mich, boah, 2-0, Gigi, heute reißt du ab. Sechsmal Platz, ich mach keinen Spaß, die letzte ist Gas. Sag, schon mit 12 der Araber, mit einer Wand. Boah, das geht voll ab, Mann. In der Alpha. Das weiß ich. Das hab ich direkt. Nee, du hast schon eins erraten. Scheiß drauf, wenn du das nicht weißt. Nein, ich kann da nicht drüber hinwegsehen. Ich weiß genau den Beat, Digga. Ich glaube aber, ich habe einen Ami-Beat. Ich glaube, ich meine einen Ami-Künstler. Ich glaube, ich meine einen Ami-Künstler, hört auf mich zuzuballern im Chat. Ich sehe schon wieder aus dem Augenwinkel. Ratatatatat, ratatatatat. Ich kann da nicht hingucken. Ich muss mal kurz iPad umdrehen. Ich kenn's. Ich kenn's. 100%. 100%. Oh, tu mir das doch nicht an, Digga. Quäl mich doch nicht. Niemals im Leben. Immer wenn ich hier sitze, Alter, und irgendein Sample. Warum sage ich der Countdown nicht da, Digga? Gib mir doch mal 3, 2, 1 Countdown. Ich sitze hier, warte nur darauf. Das kannst du nicht mit mir machen.
Das ist niemals, Digga. Das ist, wie heißt der Song? Wildflower. Das ist niemals, Digga. Niemals. Da bin ich so von überzeugt. Das ist jedes Mal das Gleiche. Und genau das Sample, was ich jetzt suche, gibt es wieder nicht. Kanye West Drive Slow. Vielen lieben Dank. Danke. Danke, dass es hier noch Leute mit Kompetenz in meinem Chat gibt. Vielen lieben Dank, Miko Spitz. Vielen lieben Dank. Ich brauche gar nicht googeln. Es ist Kanye West Drive Slow. Drive Slow, Homie. Vielen lieben Dank, Digga. Vielen lieben Dank. Kommt er mir mit Echo Fresh? Alles ist Echo Fresh hier gefühlt. Letztes Mal saß ich auch im Stream, Alter, bin fast ausgeflippt. Und da heißt es Echo Fresh. Und übrigens an denjenigen, der immer hier kommentiert, mit Jiggy, das Sample, was du das letzte Mal gesucht hast, war Usher, Lovers and Friends. Nein. Es ist eine ähnliche. Ich gebe dir recht, es hat eine ähnliche Melo. Was mir auch jemand geschickt hat, ein Homie vom Asiaten, ist das. Es hat auch eine ähnliche Melo. I don't even write shit. I just felt. Aber ich muss uns enttäuschen, es ist beides nicht. Es ist beides nicht. Ich kann ja mal kurz hier vielleicht ja wieder reingehen. Vielleicht gibt es ja jetzt wie einen neuen Zuschauer, der das letzte Video nicht gesehen hat und der jetzt hier gerade mal gespannt und aufmerksam zuschaut und mir jetzt gleich hilft. Wisst ihr noch, welche Folge das war? Nee, das weiß ich gar nicht, welche. Chica, das Sample, was du. Welche Folge war das nochmal? Ich glaube, es war die. Ich kenne diese. Polizei, weil sie ohne Grund ausgelacht hat. Original. Wer war denn das? Welche Folge war das? Der Film nochmal. Was war das nochmal? Die vor 6 Tagen. Danke, Mighty. Da habe ich nochmal auch. Da habe ich nämlich. Ich habe selbst nochmal geguckt, deswegen ist die Timeline da. Was ist das? Das ist das. Glaubt mir, Leute, wirklich wahr. Es gibt wirklich. Also wirklich. Das ist für mich so schlimm auszuhalten. Das ist wie Suicide, dass ich hier gerade reingehe. Es geht. Aber. Ich könnte genau wieder so abgehen wie da. Ich muss raus. Ich muss raus, weil es bricht mich wirklich. Boah. Der Test ist so krass. Irgendwann kommt der Tag, dann poste ich das in meine Insta-Story und dann werdet ihr euch an diesen Moment erinnern. Ich sage euch jetzt ein Wort und dieses Wort werde ich an diesem Tag sagen, wenn ich es gefunden habe. Und das Wort ist Flügelhorn. Flügelhorn. Merkt euch Flügelhorn. Wenn ich das nächste Mal, und wenn es in 3 Jahren ist, eine Instagram-Story mache und sage Flügelhorn, wisst ihr, dieser Moment hier ist gemeint. Ich habe das Sample gefunden. Es ist was ganz Altes. Es ist auch nicht, nein, Mann, es ist nicht Laugh Now and Cry Later. Es ist nicht Jada Kiss, Ladder Too Big. Und es ist nicht Usher featuring Luda und Lil Jon, Lovers and Friends. Nein. Write this letter to Big. Ich sehe ein, dass sie diese ähnliche, die haben diese gleichen Taktabfolge, ja, aber es ist es nicht. Und das hier, ja, ich will wieder zum Thema zurückkommen. Wir sind jetzt bei der neuen Folge, scheiß auf das andere. Bring dich jetzt selber nicht in die Höllenhöhle, Digga. Das Sample ist von, das kenne ich auf jeden Fall, Drive Slow, Homie, von Kanye West. Klar hatte ich kein Geld, es mir leisten konnte ich nicht. Ich hab vorher von den Karten jede einzelne vertickt, lief den Leuten hinterher. Und früher war Echo so dope, ich hab früher Echo echt geliebt, so ganz früher. Nervte meine Stadt, bis ich auf den letzten Cent das Cash zusammen hab. Dass da der Countdown nicht drin ist, das bricht mich auf. Ich chille nicht mit Bitches, nimm die Haus mit dir. Ich kaufe jeden. Ja, nice Applaus. Donnerstag, Brudi, glaube mir. S-Logo auf dem Chest, Brudi, glaube mir. Alle gucken und sie sagen, wir sind taugenicht. Diddle, 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 diddle. Kenn ich. Da kommt gleich so ein hohes Piano im Hintergrund. Diddle, 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 diddle. Ey, das ist so, ich guck nicht in den Chat, das ist mega bekannt. Das ist mega bekannt. Mega.
Mit Tode gelaufen, mega, Bowlen Boys. Hammer, mega mäßig bekannt. Hammer, mega mäßig bekannt. Ey, dieser, dass der Countdown nicht kommt, das macht mich auch kirre. Sido. Es ist Sido. Und sie sagen. Leute, wenn ich euch sage, mittlerweile wisst ihr, dass ich ein authentischer, ehrlicher Mensch bin, gell? Wenn ich euch sage, ich kenne es zu 100 Pro, also ich weiß, dass ich es kenne, zu 100 Pro. Wenn ich jetzt aber, ich kann euch leider nicht genau sagen, wer das ist, aber ich glaube, es ist Sido. Es ist Sido, oder? Mann, Alter, wenn da jetzt gleich ein anderer Name kommt, heul ich, Alter. Das, weil ich mir denke, das hätte ich wissen müssen. Ich gucke mir das Ganze gerade mal genauer an. Das hätte ich wissen müssen. Und ist im Moment. Ja! Ja! Hä? Wer will was sagen? Hä? Ich bin back am Block. Wer will was sagen? Sehr, sehr erfolgreich, meine Damen und Herren, aus Berlin, hier ist Sido. Ihr habt alle keine Ahnung von deutschem Rap. Ich bin jetzt ein Goldjunge. Ich will aber wirklich mal was sagen, Flair hat den Beat gebaut, Flair hat's erfunden. Mit Goldplatten, Goldotto, Goldschwanz und Goldzunge, ich bin so krank, dass du... Da ist er auch noch im Bild, ey. Alter, das ist ja krass, dass der jetzt auch in dem Moment ins Bild kommt, Alter, das ist ja schon ein bisschen spooky. Sag mal, wo bin ich denn hier gelandet, hallo? Wer ist hier im Raum? Ist es überhaupt Flair gewesen? Ist eine gute Folge, wir sind gut im Fahrwasser, ist alles gut. Wir haben die Erwartung schon komplett, wir haben einmal hier ganz, ganz kurz drüber gelaufen über die Erwartung, als wäre sie, also die Erwartung war Bordsteinhöhe, Digga. Die Erwartung war erst Hochhaushöhe und mittlerweile ist sie Bordsteinhöhe, Digga. Wir gehen einmal drüber. So. Weil meine Eltern sich nicht stritten, sondern totschlugen. Klickt meine Stimme manchmal traurig auf den Tonspuren. Fing an zu werfen. Dope. Und fühlte mich, als hätte ich Superkräfte. An dem Tag, als ich kein Fuß mehr in die Schule setzte. Kennt man. Kennt man. Ich hasse das, Alter. Hört mal auf, mich immer so voll zu ballen. Schreibt, ich muss den Chat komplett umdrehen hier. Das ist, das könnte sogar Kolle sein, Digga. Oder wieder so Bushido oder so. Bushido, Frank White, Alter. Es ist Kollega. Es ist Kolle. Es ist Kollega. Welcher Song ist es nochmal? Es ist Kollega. Du. Nee, es ist nicht Hiroshima. Hiroshima fängt so ähnlich an. Amsterdam fängt auch so ähnlich an. Welcher Rap? Freunde, das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wirklich wahnsinnig, Digga. Ich war mir gerade 100% sicher, dass es Kolle ist, gell? Ich war mir 100% sicher, dass es Kollega ist. Welcher Rapper, den du kennst? Es gibt keine Folge ohne ihn. Es ist so hart wie ich, du bist selber kein Mann, du hast deine Tage, Bitch. Ich höre Mr. Cordon Sport, Carlo Kokain. Er ist guter Junge, der bei MTV die Nase zieht. Beruhig dich. Ey, ich geh auf der Königsallee aus und dort töte ich dich, Clown. Geh auf deine Beerdigung und tröste deine Frau. Geh auf deine Beerdigung und tröste. Oh, ist das ekelhaft. Alter, das ist wirklich makaber. Alter, das ist übel.
Hier auf deine Beerdigung und tröste deine Frau. Shut up, fick dein Arsch, das ist Gangbanger Sound. In der Tasche 10 Grammys wie in Eminem's Home. Ja, Alter, ich fick euch alle, ich fick euch alle. Kommt her, Alter, ich bin so back am Block. Es ist Cool Savage, Intro von der beste Tag meines Lebens. Geil, Alter, was ne Papa. Oh, Digga. Alter, geil. Warte, den spitte ich jetzt. Also, da müssen wir einmal kurz rein. Ich kann zwar nicht laut mitrappen, weil mein Sohn hier sonst die Fassung verliert im Bett und wie es wie eine Eins im Bett steht. Cool Savage, Intro. Daher... Bei dem Track ist übrigens, ihr habt lang genug gewartet. Daher kommt dieser legendäre Savage-Sound. Dieses legendäre... Ihr habt lang genug gewartet, dass dein Album erscheint. Frei von gebeideten Beats und peinlichen Rap. Hätte ich das nicht erraten, hätte ich alles aufgehört, Digga. Oh, Feeling, Digga. Ihr habt lang genug gewartet, dass ein Album erscheint. Frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes. Peinlichen Lyrics, die keiner peilt und keiner versteht. Mit peinlichen Texten von peinlichen Punks wie MC René. Komm, das nehmen wir auch noch mit. Was ist das? Was ist denn das? Das kennt man. Jetzt, darum geht's. Manchmal will ich weglaufen, wohin, was weiß ich. Sorry, Him. Ich denn, was wollt ihr von mir hören? Meine Story, meine Geschichte? Fickt euch, mein Leben geht euch allen Scheiß an. Bevor ich mein Herz mit euch teile, sterb ich verlassen und einsam, Mann. Das war eine sehr gute Folge. Das war eine sehr... Chapeau, Hut ab. Hut ab, Janis. Das hast du gut gemacht. Das war richtig gut. Und hier ist direkt die nächste Folge. Wir haben Rückenwind.